Läuft schon, oder was? Ja, das ist ja toll. Hier. Sieht man hier den Rauch? So, Leute. Herzlich willkommen zu einem leicht arschkalten Video auf meinem Kanal. Wir werden euch heute ein bisschen updaten. Die ersten 2,5 Wochen Diät bei Flo sind rum und es ist einiges passiert. Weißt du noch gar nicht. Ich habe ja schon Fotos gesehen. Aber ich werde gleich völlig unvoreingenommen reacten, wenn ich deine Form sehe. Oh, fuck, shit, boom! So. 2,5 Wochen nicht mehr. Und nein, wir werden euch einmal zeigen, wie Flo jetzt aussieht. Und dann könnt ihr gespannt sein, dann folgt nämlich die Tage, was ballert Flo auf meinem Kanal. Und dort werdet ihr erfahren, was wir alles gemacht haben, damit er so eine kranke Transformation in 2,5 Wochen hingelegt hat. Ja, jetzt pushe ich immer nicht super. So. Kann man das Video photoshoppen? Nee, mach dich mal nackig hier. So. Es ist wirklich fucking kalt. So, wo haben wir das perfekte anabole Licht? Eigentlich schon mal ganz gut. Junge, holy shit. So, dann posten wir einmal durch. Das ist so geisteskrank. Warte, guckt euch das mal an. Und er hat jetzt schon hier Haut. Willst du mich an? Richtig gut. So. Krass. Und noch überhaupt nicht flach. Und einmal rücken. Knack. Was hat geknackt? Das war die Schulter. Ist gut. Hast du Posen geübt ein bisschen zwischendurch? Wenig. Ja, Anfang. Ja? War richtig krass. Guck mal, allein schon was jetzt an der Mittelpartie passiert, was einfach hier an den Seiten schon weg ist. Ne? Selbst hier, guck mal, dreh dich mal einmal um. Das, was normalerweise als letztes weggeht bei den Leuten, ne? Das ist immer hier so, das Rückenfett. Das war echt viel am Anfang. Also das ist natürlich immer noch bei der konntest Bereich, du, am Anfang konntest du richtig reingreifen, das ist jetzt schon zack weg. Also deine Genetik lässt dich auf jeden Fall nicht im Stich. Also wir sind natürlich weit entfernt von der Wettkampfform, aber wir sind jetzt 8 weeks out. 2,5 Wochen drin. Und die 10-Weeks-Out-Form sah nicht aus wie eine 10-Weeks-Out-Form. Die 8-Weeks-Out-Form sieht jetzt allerdings aus wie eine 8-Weeks-Out-Form. Ja, also es ist richtig viel passiert, sind auf einem guten Weg und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass wir fertig werden. Ein Glück. Ja, ich war selber zu Beginn auch noch so ein bisschen skeptischer. Ich habe die Videos ja selber gesehen, da dachte ich so, Alter, du fettes Schwein. Jetzt fühlst du dich auch langsam wieder ein bisschen wohler. Ja, so langsam, ich merke auch, das Gesicht wird langsam ein bisschen schmaler. Man sieht wieder ein bisschen menschlicher aus, nicht so aufgedunsen. Training macht Spaß, Kraft ist da. Ich merke selber so morgens, soweit ich noch nicht gegessen habe, der Bauch ist super flach, kommt richtig gut durch. Ich habe heute auch erst eine Mahlzeit drin. Ich fühle mich gut. Kraft ist noch da. Ja. Kann gut schlafen, muss man fit. Geht in alle Richtungen gleichzeitig. Das Geile ist, Flo's Gewicht ist fast gleich geblieben. Ja? Ja. Und also es geht quasi in beide Richtungen. Er verliert wahnsinnig schnell Fett und baut gleichzeitig Muskulatur auf. Das ist jetzt ein halbes Kilo. Ein Kilo zum letzten Formbegutachtung, die wir da gedreht haben. Ne? Ja. Krass. Und zwischendurch warst du sogar schwerer. Ja, ich bin echt gedroppt. Zwischendurch ist das Gewicht sogar hochgegangen. Ja, fast 2 Kilo. Ja, und jetzt sind wir so bei 100, ich sag heute Morgen, was hatte ich? 106,3. Ja. Mit 107, 108 irgendwie sind wir so gestartet, glaube ich. Ja. Wie gesagt, ne, Leute, ihr dürft euch nicht verarschen lassen vom Gewicht. Das ist gerade so ein Grund, warum, glaube ich, viele Leute nachher mit zu wenig Muskulatur auf der Bühne stellen. Weil die machen sich wahnsinnig. Ich stelle mich jeden Morgen auf die Waage. Ja. Ja. Gewicht fällt nicht gut, wir müssen die Kalorien droppen. Gewicht fällt nicht gut, wir müssen die Kalorien droppen. Ja. Und man verliert für sich selber einfach den Blick. Okay. Ja. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Es ist kalt, Leute. Ja. lasst Flo wieder was anziehen und seid gespannt auf das nächste Video, was ballert Flo. Dann räumen wir mal ein bisschen auf und sagen euch, wie wir das Ganze angestellt haben. Wer Bock hat, hinter die Kulissen zu gucken. Also genau. Schaut bei ihm auf dem Kanal. Guckt auf seinen Kanal, sowieso Abo dalassen, Instagram, YouTube, wie auch immer. OnlyFans und dann, ja, schauen wir es. Gut, ciao.